Moin, willkommen zur Zusammenfassung des fünften Tages der Gruppenphase. Heute gehen wir die Gruppe A durch und werden sehen, wer denn in das Viertelfinale einsteigt. Die Ausgangssituation war dabei für CLG und die Kuo Tigers nicht schlecht. Pain Gaming und die Flashwolves hatten aber jeweils erst einen Sieg zu verbuchen. Deshalb hat auch die erste Begegnung eine sehr, sehr hohe Wichtung, denn wir konnten CLG gegen die Kuo Tigers sehen. Im Prinzip ging es hierbei zunächst um die Tabellenführung. CLG hat aber bereits die letzte Begegnung in der letzten Woche verloren und das Ganze sollte sich fortsetzen. Denn die Botlane von Counter Logic Gaming war eine einzige Katastrophe, hat schon sehr, sehr früh einen Double Kill abgegeben und die Kuo Tigers konnten snowballen, denn CLG hat gefühlt getiltet. Es lief einfach gar nichts mehr und speziell der erste Teamfight wurde so hart verloren, dass man nicht mehr zurückkam. Besonderes Lob musste aber an den Supporter ausgesprochen werden, denn Tam Kench hat das Spiel gefühlt im Alleingang gewonnen. Selbst absolute Gurkenmanöver, wo man den AD Carry in das gegnerische Team reinpustet, gingen trotzdem mit Erfolg aus. Kuo Tigers haben wirklich verstanden, wie man diesen Pick perfekt spielt und es hat sich gelohnt. CLG ist in den nächsten Momenten wie die Lemminge übers Cliff gerannt und die Kuo Tigers haben sie ganz einfach komplett in den Boden gestampft. Diese Begegnung war dadurch nicht mal ansatzweise ausgeglichen und die Kuo Tigers konnten mit 3 Siegen nun die Tabellenführung übernehmen. Die nächste Begegnung bestand nun aus den Flashwolves gegen Pain Gaming. Das Ziel war dabei, Anschluss an CLG zu finden, die ja lediglich nur 2 Siege hatten. Pain Gaming ging hierbei natürlich wieder nicht als Favorit hinein, konnten das Spiel aber bis zur 15. Minute ausgeglichen halten. Ab da ist aber Kasa völlig eskaliert, denn er hat mit Lee Sin brutal gut gespielt. Er selbst war als Jungler ohnehin hoch gelobt, aber er hat den Lee Sin, der nebenbei eine sehr, sehr gute Winrate hat, wirklich zur Perfektion ausgespielt. Er hatte dabei sehr gute Öffnungen, gute Disengages und Pain Gaming konnte nicht richtig rankommen. Sie waren zwar bemüht, um die Objekte zu kämpfen und das hat auch teilweise funktioniert, aber gerade chaotische Teamfights gingen nicht für sie aus. Am Ende war es jedoch ein episches Hin und Her, denn Flashwolves standen bereits vor der Base von Pain Gaming, haben schon sehr, sehr viel Schaden am Nexus angerichtet, aber Pain selbst konnte sich halten und auf sehr, sehr brutale Art und Weise zurückschlagen. Denn auf der anderen Seite hatte nämlich Flashwolves ebenfalls eine ziemlich zerstörte Basis und Pain Gaming hatte eine sehr, sehr realistische Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Aber am Ende hat erneut Kasa zugeschlagen und sich den Titel MVP auf jeden Fall erarbeitet. Denn er war in der Lage, den 5. Drachen für sein Team zu stehlen und dadurch natürlich den Kampf, der anschließend begann hat, locker zu gewinnen. Hierbei hat aber auch nicht nur er eine gute Leistung gebracht, sondern man hat doch bemerkt, dass NL ein ziemlich guter Jinx-Spieler ist, sondern es wird sich im nächsten Spiel bewahrheiten, dass man diese nicht offen lassen sollte. Bezogen auf die Tabelle sind aber die Flashwolves mit diesem Sieg in der Lage gewesen, an CLG anzuknüpfen. Kommen wir aber zunächst zur dritten Begegnung des fünften Tages, und zwar die Kuo Tigers gegen Pain. Dieses Spiel war auch alles andere als ausgeglichen und Kuo Tigers wussten ganz genau, wenn wir das gewinnen, sind wir schon mal sicher im Viertelfinale und so haben sie auch gespielt. Sie haben dabei Pain Gaming nicht den Hauch einer Chance gelassen und waren auch in der Pick- und Bann-Phase bereits in der Lage, Mordekaiser und Darius in ihr Team zu bekommen. Naja, und mit dieser Zusammenstellung sind sie dann komplett eskaliert. Speziell Prey hat einen Kill nach dem anderen bekommen und die Kuo Tigers konnten sich ohne große Probleme das Ticket für das Viertelfinale bereits jetzt schon sichern. Kommen wir aber nun zu dem vierten Spiel und das war besonders wichtig, sowohl für CLG als auch für die Flashwolves, denn nun kam es zum direkten Vergleich. Wer wird jetzt schon den zweiten Platz einnehmen? Das war hier die Frage und CLG konnte nicht erfolgreich sein. Das Spiel selbst hat zwar langsam begonnen und wirkte relativ ausgeglichen, aber sobald es zu den größeren Fights kam, hat auf jeden Fall Flashwolves gezeigt, wie gut sie miteinander arbeiten. Großes Lob muss hierbei an Sword Art ausgesprochen werden, der mit Morgana einfach jedes Q getroffen hat. Der Follow-up vom Team war dann epischer Natur, sei es mit dem Jinx-Korken oder mit der LeBlanc, die natürlich eine Chain nach der anderen traf. Speziell nach der 27. Minute, als man sich den Baron gegönnt hat, konnte wieder die Belagerung von CLG stattfinden und sie hatten nur wenig entgegenzusetzen. Mit diesem riesigen Goldvorteil sind sie dann weiter ins Spiel hineingegangen, Flashwolves waren nicht zu stoppen und NL erneut mit der Jinx unterwegs, war unglaublich gefeedet und hat wie gesagt ein Kill nach dem anderen erhalten. Das Spiel selbst mündet dann auch in einem epischen Botlane-Fight, wo Stake seine Leistung aus dem letzten Spiel wieder gut gemacht hat. Denn seine letzte Malphite Ultimate hat 4 Teammitglieder getroffen, konnte diese hochwerfen und am Ende war es für NL vergleichsweise einfach, hier den Pentakill zu holen.
Insgesamt also eine sehr starke Leistung von den Flash Wolves und auch wenn sie weniger auf dem Radar hatten, haben sie sich definitiv in unsere Herzen erspielt und nun ging es um den direkten Vergleich. Denn in der fünften Begegnung trafen sie auf die KuO Tigers und meine Güte, war das ein schönes Spiel. Mit einem sehr starken Early Game waren die Flash Wolves in der Lage, ihre Midlane als auch ihre Botlane zu feeden und LeBlanc und Jinx sind komplett eskaliert. Maple und NL haben die Leute einfach ausgelöscht und KuO Tigers waren nicht in der Lage, irgendwelche Fights für sich zu entscheiden. Sie waren beherzt, sie haben gekämpft, aber eine gefeedete LeBlanc willst du nicht im Dunkeln begegnen. Die Flash Wolves waren somit sehr früh in der Lage, größere Objekte für sich zu gewinnen, den Belagerungszustand fast permanent aufrecht zu erhalten und haben vor allen Dingen dann gekämpft, wenn ihre Power Spikes es ergeben haben. Bei NL war das ganz gut zu sehen, Maple ist aber komplett eskaliert, denn er war mindestens immer ein AP-Item vor seinem Kontrahenten. Schlussendlich haben sie die KuO Tigers nicht mal ansatzweise zurückkommen lassen, konnten die Basis belagern und Maple hat einfach die Leute komplett aus dem Leben geholt. So eine gefeedete LeBlanc haben wir also lange nicht mehr gesehen und die Flash Wolves haben sich im Verlauf des Turniers wirklich gut entwickelt. Es war zwar zu Beginn sehr irritierend, dass jeder in dieser Gruppe jeden schlagen konnte, am Ende wurde aber die Spreu ganz klar vom Weizen getrennt. Die Flash Wolves somit direkt an der Spitze haben auch den besseren Seed erhalten, da sie im direkten Vergleich jedes Mal gegen die KuO Tigers gewonnen haben. Durch diesen Sieg stand auch fest, dass CLG nicht mehr in der Lage ist anzuknüpfen und das letzte Spiel gegen Pain Gaming war mehr oder weniger nur aus Spaß. Man hat viel getrollt, man hat einfach nicht gerade die Meta-Picks ausgepackt und ironischerweise hat sogar Pain Gaming das Spiel für sich entschieden. Die Brasilianer wird es auf jeden Fall gefreut haben, die Frage ist, was hat CLG aus dem ganzen Event mitgenommen? Denn die Worlds-Teilnahme der Beginn ist das eine, aber der Abschluss war natürlich nicht optimal. Wir wollen nun aber den Blick auf den nächsten Tag wagen und zwar stürzen wir uns auf die Gruppe C. Hierbei haben aber schon die Analytiker aus aller Welt predicted, wie das Ganze aussehen könnte. Das bedeutet, EDG und SK Telekom werden voraussichtlich weiterkommen. Es sind aber immer noch Wunder möglich. Also wenn es einer schafft, dann H2K. Die müssen wirklich Powerplay zeigen, um hier irgendwas noch durcheinander zu bringen. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, was die Europäer hier noch vorbereitet haben.